Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Bei unserem S04 ist ja aktuell mal wieder einiges los. Transfertechnisch gibt es ja jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten und deswegen reden wir natürlich auch heute wieder über aktuelle Transfergerüchte. Es gibt Neuigkeiten bei Marius Bülter, denn die ganze Geschichte geht zumindest mal Richtung einen möglichen Abschluss. Bei Piringer und Flick gibt es auch nur noch mal klare Aussagen, wie man mit ihnen plant. Und auch Rodrigo Salazar könnte möglicherweise ein paar Millionen Euro in die Kassen spülen. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir aber erstmal mit Sidi Sané los, denn der hat natürlich einen durchaus großen Namen bislang sich bei uns im Profiteam aber nicht durchsetzen können. Und nun könnte es für Sidi Sané möglicherweise in die dritte Liga gehen. In den letzten Tagen hat es sich ja schon angedeutet, dass Sané Schalke verlassen wird. Auch Nürnberg und Paderborn wurden ja dort vor allem als Interessenten genannt. Und nun führt sein Weg aber höchstwahrscheinlich zu Arminia Bielefeld. Zumindest berichtet das exklusiv transfermarkt.de. Bielefeld sei auf jeden Fall Favorit auf die Verpflichtung von Sidi Sané und der Transfer auf die Alm könne schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. Und da ist es dann auf jeden Fall erstmal interessant, dass es sich laut Transfermarkt um eine Ausleihe handeln wird. Denn Sanés Vertrag bei uns läuft wohl nur noch ein weiteres Jahr. Man will diesen aber dann verlängern, um Sané in Liga 3 bei Bielefeld eine Chance zu geben, sich zu zeigen, um vielleicht auch dann zu entscheiden, okay, wir können dich doch in der übernächsten Saison gebrauchen. Und somit bin ich auf immer mal gespannt, wie sich dann Sané in Bielefeld entwickeln kann. Denn bis hierhin hat er sich ja bei uns im Profiteam noch nicht durchsetzen können. Auch in der zweiten Mannschaft hat er jetzt nicht so überragend gut funktioniert. Und deswegen können für ihn sicherlich eine Leihe in Liga 3 auf jeden Fall nicht schaden zu Arminia Bielefeld, wo ja ohnehin eine komplett neue Mannschaft aufgebaut wird. Ich glaube, das könnte durchaus auch eine Chance sein, sich für Sidi Sané zu zeigen und dann auch erstmal ihn zu verleihen. Ich glaube, das ist für uns auch am Ende wirklich die beste Variante. Und so eine Variante mit Verleihen gab es ja in der vergangenen Saison für Marvin Pieringer und Florian Flick. Beide haben ja auf jeden Fall gut funktioniert und bei beiden könnte es natürlich auch jetzt sein, dass sie Schalke endgültig verlassen. Florian Flick ist ja bei uns noch nicht im Training, er läuft ja aktuell noch auf Krücken, aber soll er bereits bald in der Vorbereitung wieder mitwirken können und hat natürlich jetzt im Mittelfeldzentrum mit unseren beiden Neuzugängen Paul Seguin und Ron Schallenberg ordentlich Konkurrenz bekommen und deswegen ist natürlich auch ein Abgang nicht ausgeschlossen. Es gibt vor allem auch dort Interesse aus der zweiten Liga, Kaiserslautern und Kiel wurden ja genannt, vor allem auch der RSFC Nürnberg, der ihn behalten möchte und Hechelmann hat sich auch mal über Flicks Zukunft durchaus geäußert. Richtig ist, er hat noch ein Jahr Vertrag. Richtig ist auch, dass wir auf der Mittelfeldposition Spieler dazu bekommen haben. Auch er ist da. Wir freuen uns, dass er hier ist. Wir müssen schauen, was in den kommenden Tagen passiert. Letztlich ist es die Entscheidung von Florian. Und ich glaube, genau damit könnte Hechelmann durchaus darauf abzielen, dass man schon auch durchaus mit Flick planen würde. Aber wahrscheinlich auch nur, wenn er seinen Vertrag verlängert und man eben nicht ins letzte Vertragsjahr gehen möchte und sollte sich eben dann Flick dazu entscheiden, Schalke eher zu verlassen, weil eben auch die Konkurrenz auf seiner Position zu groß ist, dann kann es sicherlich auch sehr, sehr gut sein, dass sich Schalke einigen wird und Flick abgibt, wenn eben auch die Ablösesumme stimmt. Und eine ähnliche Geschichte ist es auch bei Marvin Pieringer. Er ist ja aktuell auch im Training mit dabei. Auch er hat eine wirklich überzeugende Leihstation gehabt mit dem SC Paderborn in der zweiten Bundesliga. Aber er hat natürlich ordentlich Konkurrenz im Angriffszentrum mit Terodde, Polter und natürlich auch noch Keke Top plus Ryan Lassme, der flexibel einsetzbar ist. Vor allem auch die Bundesliga-Aufsteiger. Darmstadt und Heidenheim sind auf jeden Fall ja durchaus konkret interessiert. Und Hechelmann hat auf jeden Fall da nochmal klargemacht, dass Pieringer noch ein Jahr Vertrag hat, aber es eben auch Interesse von anderen Vereinen gibt. Es hieß ja wohl auch, dass es schon mal Angebote gab für Pieringer, die aber noch nicht ganz so konkret sind. Man ist da noch relativ am Anfang, aber grundsätzlich ist Schalke mit der Zusammenstellung im Sturm durchaus zufrieden, wodurch man jetzt auch Pieringer nicht auf Teufel komm raus abgeben möchte. Trotzdem auch hier sicherlich am Ende ein Abgang wahrscheinlich. Und ob es dann am Ende auch einen Abgang bei Rodrigo Salazar geben wird, ist ja aktuell eine durchaus große Frage. Und da gibt es mal wieder Updates aus Brasilien. Auch weiterhin gibt es hier leider keine konkreten News aus deutschen Medien. Bin ich durchaus überrascht, dass es von denen mal dort kein Update zu gibt, sondern man hört immer wieder nur etwas aus Brasilien.
Und auch da gehen wir jetzt mal ganz kurz das aktuelle Update durch. Denn es gibt ja einige Vereine, die auf jeden Fall interessiert sind, aktuell aber nicht der SC Internacional. Denn die wollen aktuell keine Schritte für eine mögliche Verpflichtung von Salazar einleiten. Denn bevor man diesbezüglich einen Vorstoß unternimmt, will man sehen, wie die Chancen um eine mögliche Qualifikation für die Copa Libertadores stehen. Sprich, man will es mal abwarten, auch wahrscheinlich, welche finanziellen Möglichkeiten man so zur Verfügung hat, um auch Salazar zu bezahlen. Denn natürlich möchte Schalke hier Geld haben und genau dort sind wohl die Verhandlungen zwischen Vasco da Gama und Schalke ein bisschen weiter. Denn diese laufen wohl laut brasilianischen Medien bereits seit letzter Woche und Vasco hat auch bereits ein Angebot abgegeben und dieses soll bei etwa 3 Millionen Euro für 60% der Transferrechte liegen. Und das ist in Brasilien nicht untypisch, dass man solche Angebote macht mit eben dann zum Beispiel 60% der Transferrechte. Würde bedeuten, wir Schalker würden Rodrigo Salazar in einer gewissen Art und Weise bei 40% behalten und hätten somit, wenn er dann mal das nächste Mal verkauft wird, auch noch Transferrechte an ihm und könnten eben auch dann noch ordentlich verdienen. Sprich, wenn man jetzt mal die 3 Millionen runterbricht auf diese 60%, würde das Gesamtvolumen des Deals, wenn man es hochrechnen würde, bei 5 Millionen Euro liegen. Aber Vasco da Gama möchte eben nur 3 Millionen Euro zahlen für 60%. Und somit könnte das auf jeden Fall, ja, rein finanziell auf jeden Fall eine durchaus komplizierte Geschichte werden. Würde mich durchaus überraschen, wenn Schalke darauf eingeht. Und der FC Sao Paulo, der ist auf jeden Fall auch an Rodrigo Salazar interessiert und soll wohl auch bereits ein Angebot abgegeben haben. Aber auch hier heißt es weiterhin abwarten, was da wirklich dran ist. Also bei Rodrigo Salazar gibt es nur aus Brasilien irgendwelche Updates, dass ein Angebot da ist, dass auf jeden Fall Interesse da ist, aber aus Deutschland hört man da auf jeden Fall nichts. Bin sehr, sehr gespannt, wie sich die ganze Geschichte noch entwickeln wird. Was man aber aus Deutschland hört, ist, dass der Wechsel von Marius Bülter durchaus mal einen deutlich weiteren Schritt vor dem Abschluss steht, als noch vor einer Woche, als noch vor ein paar Tagen. Denn laut Sky, Batz und Sport 1 sieht es auf jeden Fall mittlerweile gut aus mit einem Wechsel von Marius Bülter zu TSG Hoffenheim. Denn die Entscheidung naht auf jeden Fall im Poker. Es gab neue Verhandlungen, noch keine Einigung, aber die ist auf jeden Fall gut möglich. Denn die TSG Hoffenheim, die muss auf jeden Fall nochmal einen letzten Schritt machen, um den Transfer zu realisieren. So hört man auf jeden Fall rund um Schalke, denn der S04 möchte weiterhin gute 5 Millionen Euro für den Stürmer haben. Sky berichtet dahingehend aber auch, dass man sich wahrscheinlich dann irgendwo bei 4,5 Millionen vielleicht auch plus Bonuszahlungen einigen wird. Aber eben genau dieses Ziel ist noch nicht erreicht und deswegen muss Hoffenheim hier auf jeden Fall nochmal nachlegen. Auch die Watz berichtet davon, dass Schalke Schmerzgrenze möglicherweise mittlerweile nicht mehr bei diesen 5, sondern eher bei 4 Millionen Euro liegt. Aber dieser Betrag, der muss es dann auch auf jeden Fall sein. Und sonst ist eben auch klar, würde Marius Bülter auf Schalke bleiben und der S04 würde sagen, gut, wenn die TSG Hoffenheim eben nicht bereit ist, unsere Summe zu bezahlen, die wir haben möchten, dann bleibt er eben erstmal auf Schalke. Denn es wurde ja immer wieder betont, wir sind nicht auf Transfereinnahmen angewiesen. Marius Bülter, als jetzt natürlich auch durchaus Bundesliga erfahrener Spieler mit der Torquote, ist natürlich auch durchaus interessant auf dem Markt. Und da finde ich es auf jeden Fall vollkommen richtig so, dass man mindestens diese 4 Millionen Euro haben möchte. Ich hoffe da dann eher auch darauf, dass man auf so 4,5 rauskommt. Ich finde, dann wäre es auf jeden Fall rein finanziell sehr, sehr gut. Und Sport 1 hat hier auch nochmal gemeldet, sollte eben kein zufriedenstellendes Angebot reinkommen und könnte sich nicht zum Beispiel mit Hoffenheim einigen, dann hätte Schalke auch kein Problem damit, Bülter zu halten. Denn man hat wohl auch keine Bedenken auf Schalke, dass Bülter selber dann irgendwie unprofessionell wäre oder nicht so viel Bock hätte auf Schalke, sondern auch das würde wohl funktionieren. Aber trotzdem sieht es wohl danach aus, dass man sich mit Hoffenheim einigen kann. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04-News in die Kommentare schreiben. Und bevor wieder gefragt wird, was mit meinem Mikrofon los ist, was da los ist, ich bin auch heute aktuell wieder unterwegs. Bis Samstag, ab Sonntag wird es dann wieder in gewohnter Qualität die News geben. Aber auch hier zählt, ich will euch unbedingt auf dem Laufenden halten, was so abgeht. Hab das Video extra heute Morgen zügig aufgenommen. Und deswegen, ja, hört sich es vielleicht nicht ganz so gut dann wie die anderen Videos aus dem Studio, aber natürlich auch trotzdem mit allem Aktuellen dabei. Und deswegen könnt ihr jetzt mal gerne eure Meinung zum Video in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.